Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Es ist Folge 104. Ich mache weiter mit Piratenschätzen zum Beispiel. Mir fehlen noch zwei und es gibt immer einen spannenden Kampf bei der ganzen Herausforderung. Der Kampf eben auf jeden Fall oder in der letzten Folge nicht so leicht gewesen. War ein schwerer Drachengegner. Zwei Schätze fehlen noch. Der eine ist nicht so weit von hier entfernt. Und danach geht's natürlich zur Nibelregion für die Nebenquest, die dort aufgetaucht ist. Also schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Kann's losgehen? Kann losgehen. Es kann losgehen mit der Episode auch. Vielleicht gefällt euch die Episode ja wieder. Dann klickt gerne auf den Like-Button. Dankeschön, Leute. So, geht weiter in die Richtung. Das war der Schatz. Der andere ist oben. Oberhalb der Insel. Seetang des Piratenkapitäns. Keine Ahnung, wozu der ist. Bin ich schon See? Nee, das ist hier. Das hier ist die Insel und das ist irgendwo hier oben. Ich frage mich, ob es hier noch was zu finden gibt. So. Wenn man hier so ganzen Inselbereiche hier noch freideckt, ob man da über irgendwo noch anders hier anlegen kann, weil hier überall so kleine Inseln sind und so. Hier auch, Midgar. Ob sich das lohnt, dass alles aufzudecken, mal hier so rumzufahren oder eher nicht. Man weiß halt nicht, wie viele Anlegeplätze es so gibt, aber ich habe auch bisher keine anderen entdeckt, außer halt die jetzt für die Piratenschätze oder die, wo wir sowieso hin können. Müsste da auf jeden Fall diese Insel sein, oder? Da ist Midgar dann oben drauf. Na? Oh, guck mal, da ist Junon. Die Junon-Knarre, die wir hier sehen. Alles gar nicht so weit entfernt. Bin ich nicht jetzt schon viel zu weit rum von dem um den Stein hier? Schatzkartenmäßig soll das doch irgendwo hier sein. Das Einzige, was du hier sammeln kannst, ist halt hier diese ganzen Fässer, die du umfahren kannst. Eindrucksvoll, wie die Kanone da zu sehen ist. Da oben ist Midgar, die Stadt. Man sieht den großen Turm in der Mitte. So, irgendwo hier auf der Seite muss es sein. Der dritte Piratenschatz. Wahrscheinlich da in der Einbuchtung, oder? Also hier links gleich. Hier ist es. Ich glaube, zum Anlegen müssen wir wenden. Es ist noch ein Drache, aber bitte nicht wieder so einer wie eben. Mit Blitz. Er sieht genauso aus. Wobei das ist. Nee, er macht Feuer. Nicht übertreiben. Er macht definitiv Feuer. Ich mach das. Mach mal hier Magie. Beeilen wir uns. Einmal Geschwindigkeit für alle. Er ist anfällig gegen Blitz. Zu nachlässig. Ich zähle auf dich. Hier kommt Baron! Hier bin ich! Kopf hoch! Du bist am Zug! Komm schon! Hoppla!
Okay, Cloud und Dings sind beide bei runter. Ups. Triffst du von dort besser? Ich verliere. Und tschüss! Komm, wir gehen mal hier in den Magiekreis rein und zaubern hier mal fett Blitz. Blitz gar auch zweimal. Blitz und Donner! Was extra? Ist das alles? Orkan, ich wollte gerade weg. Ja, das ist kampfunfähig. Finish. Ist das Schloss? Spring für mich ein. Jetzt entscheiden wir es. So gut. Los. Nehmen wir dieses Rumgeschubse. Okay. Synchronfähigkeit könnte ich Blütensturm mal wieder machen. Wir holen erstmal unseren Tank zurück. Komm, steh wieder auf! Du schaffst das schon! Jetzt erst recht! Ich seh dich! Das wird wie nichts überstürzen. Auf Onkel Barrett ist verlassen! Noch stehe! Los! Schwach! Immer dieses Schießen auf ihn, ey. Nichts passiert! Scheiße! Guck mal, diese ganzen kleinen Feuerbälle, die da rumschießen. Ich geh los! Lasst euch vom Wind tragen! Aber die Ulti kommt genau richtig. Lass mich mal. Und tschüss! Und die hier auch. Nimm's nicht persönlich. Die einfach überlebt hat. Geschockt. Schillrings zu Ende. Bereit für mehr? Das war's. War erfolgreich. Yay, die Siegesposen ohne die Siegesmelodie. Das ist, es ist komisch. Könnte aber die nächsten Kämpfe mal wieder mit einem anderen Teamkamerad machen. Barrett mal wieder eine Pause gönnen. Obwohl, es funktioniert einfach so gut. Der tankt einfach jeden Schaden weg. Wenn, dann stirbt halt er mal oder ich muss ihn heilen. Aber die anderen beiden können sich dann voll auf andere Sachen konzentrieren. Das ist nice. Piratengrotte abgeschlossen. So, dann ist der letzte Schatz ja drüben beim Grasland. Oder nee, in der Junon-Region unten. Der vierte. Also komplett hier an dieser Spitze hier irgendwo. Wahrscheinlich hier in der Einbuchtung da reinfahren. Da ist dann die nächste Piratenherausforderung. Aber guck mal, man sieht hier direkt die Wege, wo ich so lang gefahren bin. Das ist alles aufgedeckt, ne? Ist halt wirklich die Frage, ob hier in irgendwo was ist. Weil bisher habe ich keine anderen Anlegepunkte gesehen, außer halt da die Dinger, wo die Piratenschätze sind. Also ich denke nicht, dass da viel ist. So, Nibelregion. Da ist noch eine Aufgabe, die ich machen muss, am schwarzen Brett. Gehen wir direkt nach Nibelheim. Gut, dass man da hinreisen kann, ey. Das haben sie echt gut gemacht, dass man hier überall hinklicken kann. Besser als bei Banishers, wo ich überall zu Fuß hinrennen muss. Nibelheim, wir führen hier. Oh, ich passe hier auf, dass einmal das schwarze Brett besuchen. Tut mir leid, aber ich hallo? Da. Traurige Melodie, Verwalter des Rathauses. In letzter Zeit ist es in der Shinra-Villa die Stimme einer betrübt wirkenden Frau zu hören, okay? Dieses Phänomen, das ist doch bestimmt ein Geist, oder? Leider kann ich der Sache nicht selbst auf den Grund gehen, da mir der Zugang zur Villa verwehrt ist. Aber interessieren würde es mich doch. Ein Geist in der Villa? Komische Stimmen. Pflege ist ein Knochenjob, aber ich bin in letzter Zeit passiert. Dabei war es sonst immer so freundlich. Einmal ins Rathaus bitte für den. Ich glaube, die Villa ist verflucht. Für den Questgeber, da. Hier schon wieder? Was ist denn dieses Mal? Naja, Wutai-Soldaten haben wir gefunden am Reaktor, die waren tot. Die gefallenen Wutai-Krieger vom Reaktor sind von Shinras Forschungstruppe abtransportiert worden.
Von woher sie eingedrungen sind, wird momentan untersucht. Dass es den guten Herrn Murasaki erwischt hat, kann ich irgendwie immer noch nicht glauben. Okay, und die Schwarzkutten hier? Patienten mit Mako-Vergiftung werden von Shinra zu uns geschickt und auf Kosten des Konzerns bei uns behandelt. Eigentlich fehlt es ihnen bei uns an nichts, aber trotzdem sind in letzter Zeit einige von ihnen einfach ausgebüxt. Okay, und spukt es etwa in der Shinra-Villa? Ich bin zwar offiziell als Verwalter der Villa tätig, kenne aber keine Details. Belegt ist, dass Shinra in seiner Gründungszeit Land von Nibelheim pachtete und die Villa dort als Forschungslabor errichtete. An was genau geforscht wurde, ist aber geheim und die Akten, die man nicht vernichtet hat, wurden größtenteils geschwärzt. Ich frage mich wirklich, woran sie wohl gearbeitet haben. Eine sehr gute Frage. Okay. Sag mal, ihr wart ja ziemlich lange in der Shinra-Villa. Was habt ihr da drin eigentlich gemacht? Wir haben uns nur das Terminal mal ausgeborgt. Verstehe. Wieso die Frage? Nun, es ist so, seit jenem Tag hört man aus der Villa manchmal eine Frauenstimme. Da dachte ich, also, ihr habt da nicht zufällig Geister gesehen? So ein Quatsch. Außerdem, wozu bist du der Verwalter? Sieh gefälligst nach! Mit meiner Zugangsberechtigung komme ich leider nicht in die Villa. Aber die Geschichte ist wahr. Das müsst ihr mir glauben. Im ersten Moment könnte man meinen, es seien einfach nur der Wind oder raschelnde Blätter. Aber da ertönt ein weinerlicher Singsang. Wirklich. Wie von einer unendlich traurigen Frau. Ohne Scheiß. Ehrenwort. Ohne Scheiß. Und zwar erst, seit ihr in der Villa wart. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich finde deshalb, ihr solltet der Sache mal auf den Grund gehen. Aber ohne mich. Hey! Na, wer traut sich? Kommt mit mir. Ohne Tifa? Yuffie, sollst du wieder auf den Stuhl rumstehen? Hör auf, hier auf Sachen rumzuklettern. Wir sind hier nur Gast. Pass auf, dass der Stuhl nicht umkippt, ey. So, wenn du, dann tust du dir wieder weh. Steht hier einfach auf der Stuhlkante. Also auf der Lehne hinten. Okay. Also, Tifa möchte unbedingt mit in die Geistervilla. Deswegen nehme ich sie mal in die Gruppe rein. Freut sie sich. Okay. Danke, Yuffie, dass du wieder runtergekommen bist. Benehm dich hier mal ein bisschen. Das ist meine alte, ist die alte Heimat von Tifa und Cloud. Ein bisschen mehr Respekt. Meint ihr, das hat was mit diesem Reich der Toten? Nicht auf Stühle raufklettern. Überall diese Soldaten, ey. Diesmal werden wir hier nicht mehr von Lutscher angegriffen. Der ist tot. Nee, er ist nicht tot. Er ist jetzt eine Schwarzkutte. Naja. Wie sieht es hier eigentlich mit den Punkten so aus? 10, 25, 20, 35? Oh ja. Ich glaube, da müsste ich auch mal wieder was ein wenig lernen. Cloud hat hier nur die. Die brauche ich nicht. Tifa könnte hier noch ein bisschen was machen. Wie viel denn? Mit Red. Mit Barrett. Erhöht die kritische Chance um 5%. Erhöht die Attacke während Entfesselung. Auch sehr gut. Aktiviert nach Rückkehr von kampfunfähig. Entweder hier die Crit-Chance mitnehmen, dann würde ich hier hinkommen, ne? Die Triade. Das ist halt echt eine gute Fähigkeit. Nehmen wir mal die Crit-Chance erstmal mit. Wobei, ich muss, glaube ich, das hier auch noch lernen, damit ich hier die Verbindung kriege. Vielleicht auch die Punkte nochmal neu verteilen, weil wenn ich Level Up habe für meine Gruppenstufe, dann hat jeder in der Gruppe hier eine Stufe 3 Limit-Fähigkeit. Habe ich bei keiner freigeschaltet. Ist halt teuer, man muss den Weg hier bis hier oben freibauen. Da werde ich die Punkte vielleicht nochmal neu verteilen, sodass ich auch hier diese
diese Limitstufen kriege, weil die sind echt stark, glaube ich. So, ihr habt dieses Menü hier schon lange nicht mehr gesehen, deswegen zeige ich euch jetzt mal wieder hier, damit ihr unbedingt ungefähr sehen könnt, wie ich gerade hier aufgebaut bin in den Dingern. So, verlängert auf gegnergewirkte Debuffs um 10% für Eris. Dann macht sie wenig. Lohnt sich nicht. Reduziert erlittenen Schaden beim Blocken. Mhm. Beschleunigt die MP-Regeneration in Kämpfen. Eine Synchrofähigkeit mit Barret wäre natürlich auch gut, wenn ich ihn häufiger als Tank dabei habe. Erhöht die Angriffskraft und Dings Schockzustand. Was haben wir hier? Das ist mit Yuffie. Zusatzeffekt 3 ATB-Balken, auch nicht schlecht. Absorption von Subspirit. Wo ist denn hier ihre Dingsfähigkeit? Da, ne? Heiliger Fokus, der ist geil. Dann nehme ich das hier mit. Kostet halt auch 20 Punkte, ist alles so teuer. Barret hat jetzt 25 Punkte. Oh, der kann schon die Blutbazooka lernen, seine neue Fähigkeit hier oben. Verbraucht sämtliche ATB-Einheiten und halbiert die eigene TP, um einen mächtigen Schuss abzufeuern. Okay, die eigenen TP zu halbieren ist natürlich total dumm. Aber vielleicht macht das ja voll viel Schaden. Und wenn ich hier zu Satellitenstrahl kommen möchte, seine Limitstufe 3, der sieht auch sehr, sehr stark aus, dann muss ich das sowieso lernen. Aber ich muss, glaube ich, bei allen die Punkte neu verteilen, sodass ich bei jedem diese Limit freischalten kann, weil die will ich haben. Muss ich nochmal andere Wege gehen hier. Red hat auch schon die Vergeltung. Nice. Die Limitstufe ist da. Das wäre Erdangriff. Aber er kann das hier schon lernen. Was haben wir hier? Ja, das ist schon auch gut. Erwidert gegnerische Angriffe mit einem mächtigen Konter, der die Rächerhaltung beendet und 2 ATP-Einheiten verbraucht. Okay. Und Yuffie. Wir haben reduziert erlittenen Schaden beim Blocken. Und hier, oh, sie hat ja auch schon. Geölter Blitz. Ein mächtiger Angriff, der 3 ATB-Einheiten verbraucht. Da musst du ja erstmal die Synchrofähigkeiten so aufbauen, dass sie 3 Balken hat, damit sie das dann machen kann. Aber dann ballert das natürlich. Oh, guck mal, sie ist die erste, die jetzt Vernichtung lernen kann, die Stufe 3 Limit. Überwältigt den Gegner mit einer mächtigen Ninjutsu-Technik. Mit Wasser und so. Wow, das sieht auch gut aus. Okay, hat sie. Sie ist die erste, die jetzt die Stufe 3 Limit hat. Dann musst du halt mit Synchrofähigkeit die Limit hochpowern auf Stufe 3, ey. Okay, Kate. Kate ist egal, eigentlich. Glück wird noch höher. Schaden, das sind Mokris. Nope. Brauche ich auch nicht. Bewahrt einmal im Kampf vor kampfunfähig. Wunderwalze. Okay, die nehmen wir mit. Mehr kann er auch nicht. Und das war Cloud. Jetzt bin ich durch. Cloud hat ja nur die paar. Aber Cloud hat ja auch eine starke Fähigkeit hier oben halt. Letzter Schliff. Okay. So. Weiter geht's. Mal gucken, ob es wirklich ein Geist ist. Hallo? Geist? Frau? Frau in Weiß? Frau in Schwarz? Was ist es? Also, ich kann nichts hören. Gut, Fall geklärt. Dann können wir ja jetzt wieder zurück. Ah! Vincent. Was soll das werden? Ruhe. Beunruhigend. Sag bloß, du hörst was. Unter uns. Spürst du es? Nein. Ich spüre nichts. Aber wenn du das sagst, dann schauen wir lieber mal nach. Ist nicht dein Ernst, oder? Etwa Angst. Angst? Ich doch nicht. Ist mir völlig fremd.
War mir nur nicht sicher, ob du der Sache gewachsen bist. Ja. Das lass meine Sorge sein. Das ist doch völliger Unsinn. Ich meine, was der Verwalter da erzählt hat, das klang doch wie eine Spukgeschichte. Soll das heißen, hier gibt's Geister? Gut, ja, jetzt schon. Also, wie bei den Gi, hm? Das waren ja im Prinzip auch so eine Art Geister. Jetzt habe ich es auch gehört. Diese Stimme, habt ihr das auch gehört? Ja. Klar und deutlich. Yuffie, hast du wieder Stühle umgeschubst? Das klingt nicht nach einem G. Und was ist das dann? Das wird sich zeigen. Okay, wir können unterste Ebene, Marco Forschungslabor. Es kommt aus dem Forschungslabor von Hojo? Sag mal, in welcher Beziehung stehst du eigentlich zu Sephiroth? Jedes Mal, wenn er seine Gräuel verübt, bin auch ich dafür verantwortlich. Denn ich hatte die Chance, ihn auszuschalten. Mehr als einmal. Tja. Aber ich habe sie nie ergriffen. Nimm dir das nicht zu Herzen. Ach ja? Den Chance. Wird man nicht los. Selbst wenn er stirbt. Er verfolgt einen ewig. Erbauliche Aussichten. Chance verpasst, ne? Als er noch ein Turk war. Oh, wieso ist hier noch ein Angebot? Ach so, weil ich nie kaufen konnte, weil alles voll war, ne? Aber ich glaube, Phönixfedern könnte ich jetzt vielleicht wieder ein wenig gebrauchen, ja, hier. Aber die Tränke sind immer noch überfüllt. Fahren wir noch weiter runter? Wartet. Ja, ich warte. Auf. Die Schlüsselkarte des Wachdienstes. Ohne die geht es nicht weiter runter. Danke. Dann waren wir also da unten noch nicht, wo wir jetzt hinfahren. Weil wir hatten seine Schlüsselkarte ja nie. Oder war das der Bereich, wo die anderen abgestürzt sind? Mit der Falltür? Sag mal, Vincent. Hast du vielleicht eine Theorie, von wem diese Stimme stammen könnte? Lebt hier vielleicht noch eine Frau oder so? Unwahrscheinlich. Früher hat hier mal eine geforscht, aber die ist schon lange weg. Und woher stammt dann diese Stimme? Das versuchen wir ja herauszufinden. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Boah, Barrett, ey. Reiß dich mal zusammen. Auf dieser Ebene wurden Kampftests vollzogen. Viele der Probanden haben das nicht überlebt. Okay. Man hat sie entsorgt wie Müll. Mhm. Tja, du willst mir doch bloß einen Schrecken einjagen. Glaub nicht, ich fall darauf ein. Komischer Gang, ey. Hier hinter befindet sich der Kampfsimulator. Weiter geht es nur, wenn man den Test besteht. Gutes Test. Gelingen. Test bestehen. Im Kampfsimulator. Kampfsimulator des Marco-Forschungslabors. Na doll. Hä? Oh, Hojo. Herzlich willkommen, meine lieben Versuchsobjekte. Der schon wieder. Ihr werdet euch jetzt einer Reihe von Probekämpfen unter realen Bedingungen unterziehen. Die Mission wurde eigenhändig von mir entworfen. Ihr dürft euch geehrt fühlen. Gut, wir sollten keine weitere Zeit verlieren. Euer Tod ist kein Verlust, aber hinterlasst mir vorher ein paar brauchbare Daten, verstanden? Okay. Mehrere Kämpfe. Boah, wir müssen doch nicht alle machen, oder? Rastlose Spezies, kämpferische Spezies, fliegende. Erledige einige innerhalb des Zeitlimits auch noch. Fliegende? Ist vielleicht Ares auch nicht so gut. Tiefer meine ich. Ich wollte mit Tiefer kämpfen. Ich nehme mal einen Yuffie mit. Die kann doch ganz okay gegen Fliegende.
schwach gegen die Hits. Weichen hier aber schon wieder alles aus. Ich zähle auf dich. Stets zu Diensten. Ich präsentiere Juffiplikation. Los geht's. Okay. Jetzt so auf Gewitter. Hab ich dich. Hab dich gewonnen. Diese Flöte. Hat man hier. Großer Dachau, bleib in deiner Kraft. Okay. Das war gut gegen die. In den Durchlauf war immer nur ein Kampf. Wunderbar. Dann. Ah, okay. Bereitet mir auch im nächsten Kampf Freude. Das geht ja noch. Was haben wir jetzt? Rastlose Spezies. Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Aber wir wissen nicht, was für Gegner. Cloud, Tifa, Aeris kommt jetzt. Es steht ja bisher nichts von Fliegenden dran. Nee, die fliegen nicht. Die stinken. Sehen giftig aus. Übernimm du. Anfällig gegen den Blitz. Nimm das! Verdammt! Viel Erfolg! Überlass das mir! Okay. Du schaffst das schon! Zieh dich zurück! Nicht so viel aus. Die werden wiederbelebt! Verzieh dich! Wollen doch nicht auf den. Ausgezeichnet! Schluss mich lustig! Ach, das ist so ein Scheißding. Keine Chance! Schock. Bringen wir es hinter uns! Das war's! Nimm das! Bis hier und nicht weiter! Ich zähle auf dich! Dein Einsatz! Komm schon! Übernimm du! Ich mach das! Komm schon! Und tschüss! Und tschüss! Volle Kraft! Jetzt gebe ich alles. Tschüss. Keine Wiederbelebung mehr? Och, was der wieder. Bringen wir es hinter uns. Die sich immer wiederbeleben, die waren das. Die sind auch ätzend. Keine große Sache. Okay. Noch zwei, oder? Herrlich! Auf zur nächsten Prüfung! Er freut sich. Okay. Stufe 44, es wird schwerer. Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits, führe 3 Schocks herbei. Mhm. Rastlose. Irgendwas? 3 Schocks? Muss ich das auch noch so auch noch schaffen? Der hässliche Eierkopf. Oh ja, jetzt führe 3 Schocks herbei und im Zeitlimit. Auch immer diese Herausforderung noch. Kann ich ihn nicht einfach so töten? Nicht übertreiben. Überlass das mir. Jetzt alles okay? Mist. Schockzustand? Zieh dich zurück. Laut, komm. Ah, jetzt ist der Schockzustand wieder weg. Na? Jetzt. Hey, dieses blöde Stun. Genau her. Ups. Flieg. Los geht's. Also. Was passiert jetzt? Ich mach das. Das war's! Kein Problem! Jetzt hör mal auf, mich in den Rücken zu hauen. Muss ja jemanden schocken. So, einer ist geschockt. Nimm das! Mit dem nächsten. Noch nicht sterben. Digga, du Eierkopf, du bist gleich dran. Lass das. Genau so. Du musst den hier noch schocken. Wir sind hinter uns. Ich hab genug. Sind das?
war! Ja. Und tschüss! Ja. Na? Keine Chance! Jetzt muss ich dich noch schauen. Ja. Ist das alles? Zack, zusammen! Geschockt. Bleiben wir am Angriff, Moss! Nimm das! Hau rein! Es ist vorbei! Ich will dich leiden sehen! Runter! Führe 3 Schocks aus, ja, alles geschafft. Alles geschafft. War okay. War okay. Hallo? War voll gut gemacht. Oh, höchst interessant. Machen wir weiter mit der letzten Prüfung. Es macht aber bei der letzten Prüfung nicht so eine Scheiße. Führe 2 Schocks herbei und wieder Zeitlimit. Auch wieder Schocken. Ah, Meister der Gegenstände kriegen wir als Belohnung. Was ist diesmal? 2 Gegner nur? Oh no! Ja, okay, das geht aber noch. Oh. Ja, ja. Ich bin ziemlich schwach. Schockzustand, komm schon. Steh auf, Cloud. Das war's. Ja, der Feind ist geschwächt. Und tschüss. Okay, das war okay. Stirb. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Ist das alles? Nachschlag. Schaden reduziert mit ihr. Komische Standbilder mal hier. Hoppla. Flieg. Sieh genau her. Ab mit dir. Los. Na? Du schaffst das schon. Lass mich mal. Komm schon. Das war's. Er ist leicht geschockt. Nein! Oh, immer dieses Wechsel und die Verlangsamung dabei. Bringen wir es hinter uns! Und tschüss! Mach was draus! Gewonnen! Und führe 2 Schocks herbei auch. Das war doch leichter als der, als die Prüfung davor. Eigentlich so. Oder? Waren nur 2 Gegner. Das hat geklappt. Fand ich leichter jetzt. Alle Kampfkomme der Grundlegenden? Das war noch alles. Alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Sieht so aus, als ob ich schon wieder ein Meisterwerk erschaffen hätte. Nun denn, meine lieben Versuchsobjekte. Schreitet voran! Gehen wir. Gehen wir. Okay, wir können also weitergehen. Die Wahrheit hinter der Stimme. Bin ich mal gespannt, welche Wahrheit sich dahinter verbirgt. Machen wir in der nächsten Episode weiter, Leute. Die Kämpfe liefen eigentlich ganz gut, okay. Mal gucken, was uns da vorne erwartet. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Episode von Final Fantasy VII. Macht's gut, ciao.